Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. Bitte abonniert uns weiterhin auf iTunes, Spotify und Deezer. Ihr könnt die Folge übrigens auch auf YouTube hören, wenn es sein muss. Oder hört euch die jeweilige Folge an, oben auf den Artikelseiten in unserem Podigee-Player. Heute sprechen wir über zwei verschiedene Filme, einmal The Trial of the Chicago 7 von Aaron Sorkin, als auch I'm Thinking of Ending Things von Charlie Kaufman. Beide laufen auf Netflix. Mit dem Film fangen wir auch an. Arno und ich hatten ja schon so ein kleines Vorgespräch gehabt über Fluch und Segen der Tatsache, dass man die Analyse eines Films, eines Filmemachers, der sehr mysteriöse Filme dreht, die man nicht sofort versteht, und es gibt dafür auch den schönen Begriff Brainfuck, diesmal mitgeliefert bekommt, denn Charlie Kaufman hat tatsächlich ein Interview gegeben, das lässt sich nachlesen auf IndieWire.com, wo er sämtliche Fragen, die der Filmjournalist dort hatte, zu diesem Film, der nicht sehr verständlich gewesen ist, wenn man nicht weiß, worum es geht, beantwortet hat. Also muss man sich mal vorstellen, David Lynch würde sowas ja nie machen, Kubrick hat sowas bei 2001 auch immer abgelehnt. Und hier haben wir tatsächlich den Fall, wo ein Filmemacher tatsächlich über seinen Film spricht. Und ich erzähle das deshalb, weil es ist immer so leicht oder halt so schwierig, halt Analysen oder Interpretationen eines Werks irgendwie anzufertigen und dann hinterher nachher auf den Mund zu fallen, weil man dann doch vom Regisseur erfährt, wie es eigentlich gemeint ist. Deswegen haben wir uns da dementsprechend auch vorbereitet auf diesen Film und uns zwar nicht an den Antworten, die Kaufmann gegeben hat, entlang gehangelt, aber doch zumindest versucht zu verstehen, was er damit gemeint hat. Und Charlie Kaufman ist ja nun wirklich kein Unbekannter mehr. Er hat zwei Oscars bekommen, unter anderem für Eternal Sunshine of the Spotless Mind und mein Lieblingsfilm von ihm, Adaptation, oder wie auf Deutsch heißt, Adaption, also nicht Adaption, sondern Adaption. Und ja, ein Mittelpunkt seiner Filme steht ja oft irgendwie der arme, mittellose Mann, der an seinem Leben gescheitert ist, zu spät erkennt, so wie zum Beispiel auch Philip Seymour Hoffmann in Synecdoche, New York. Und ich glaube, das war noch das, hier wird dieser Mann gespielt von Jesse Plemons in dem Film, was mich so am meisten umgehauen hat. Ja, also Kaufman ist sozusagen obsessiv. Er dreht eigentlich immer den gleichen Film. Er erzählt immer von einem Mann, der über sein Leben nachdenkt und über die Irrwege, die er gegangen ist, die Wege, die er überhaupt gegangen ist. Und der Mann ist er selbst. Und dieser Jake, der hier gezeigt wird mit einer Freundin, deren Name nicht so ganz klar ist. Ich glaube, hilf mir, Julie. Ich weiß es ehrlich Julie. Gesagt nicht mehr. Und später sagt er dann einmal Ames und Amy und geht durcheinander. Aber das berührt dann schon den Kern der Konstruktion, dass diese Frau eigentlich nicht real ist. Man, während der Mann sehr real ist. Und der Film handelt, kurz zusammengefasst nach Kaufmans eigener Schilderung, handelt eigentlich davon, dass jemand Dinge, also Kunst, Gedichte, Filme, Texte, Gedichte, Musicals nicht nur konsumiert, sie nicht nur verinnerlicht, sondern sie absorbiert und dass er voll ist von all dem, was er erlebt hat. Und zwar weniger in der Wirklichkeit, weniger in dem, was er in seinem ungefähr 30-jährigen Leben oder Ende 20 vielleicht erlebt hat, sondern das, was er gelesen, was er gesehen hat, die Filme, die er geschaut hat. Er liebt das Musical Oklahoma, er zitiert Wordsworth, er kennt sich aus mit Pauline Kael, der Filmkritikerin, und er hat alle Zitate parat. Aber ja, sein Gegenüber, die Frau, hat auch Zitate parat und sie ist auch Dichterin, also auch ihr Beruf wechselt öfter. Also einmal ist sie Biologin, dann außerdem dichtet sie, dann sagt er, na, du bist doch eine Dichterin, da merkt man das. Und zugleich ist sie von ihm gelangweilt und sie will mit ihm Schluss machen. Es ist eine lange Fahrt durch den Schnee zu seinen Eltern. Die leider nicht in einer einzigen Einstellung gedreht wurde. Ich hätte mir irgendwie gewünscht, weil es gepasst hätte. Sie geht irgendwie 12 Minuten, glaube ich. Ich hatte auf die Uhr geguckt und eigentlich wäre das eine gute Gelegenheit für so einen One-Take gewesen, der leider nicht kommt. Ich fand es halt irgendwie im Vergleich zu seinen anderen Werken so interessant, weil die Männer, die er normalerweise dargestellt hat, sei es wie John Cusack in Being John Malkovich oder Nicolas Cage als Zwillingspaar in Adaptation
oder auch Hoffman, Instinct Doku, New York, das waren trotzdem alles Macher, die große Erfolge mit dem erzielt haben, was sie beruflich tun, aber keine Anerkennung spüren, dass sie selber die Anerkennung verweigern. Wir haben mit John Cusack ja den Puppenspieler, der das sehr gut macht. Wir haben mit Nicolas Cage einen sehr guten Drehbuchautoren, der dann zwar irgendwie, das ist auch eine super Szene, das ist eine Adaptation, in dieses Drehbuchseminar zu Brian Cox geht, aber das sind zumindest alles so Macherleute. Und jetzt haben wir erst mal mit dieser Figur des Hausmeisters, der unzweifelhaft Jesse Plemons sein soll, zum ersten Mal einen Charakter, der wirklich von einem komplett gescheiterten Leben erzählt, der sich nur in Träumen fortbewegt. Ja, oder der junge Jake, der in dem Auto fährt mit der Freundin, der ist zunächst nicht identifizierbar als der Hausmeister. Oder nur sehr schlaue Leute, die sich sehr gut auskennen mit Kaufmann, kommt vielleicht auch die Idee, dass der Hausmeister eigentlich der jüngere Mann ist, der nun parallel durch die verschneite Landschaft fährt zu der Farm seiner Eltern mit der Freundin, die immer überlegt, der ist zwar sympathisch, eigentlich gefällt er mir, wie bin ich eigentlich an den geraten? Der spielt ja auch nicht ohne Grund im Winter, glaube ich. Also das ist ja auch so ein bisschen Schnee und das Weiß und Vergessen und so ein bisschen White Noise Fernseher quasi, sozusagen das alles so diesen Schleier, wenn die verflocken. Wenn nicht sogar Gothic Horror, also es gibt Hinweise in der Farm, eigentlich eine Gespensterfarm. Es ist der Wohnsitz einer sehr verschrobenen Eltern, die gezeigt werden. Der Keller ist das Unterbewusste. Wir sind ja auch von Hitchcock Psycho. Ja, und im Keller, da lauert das Unterbewusste. Die Waschmaschine und man sieht die Mutter. Man sieht Kratzspuren an der Tür und sie fragt ihn dann, warum wird da gekratzt? Dann erzählt er von einem Hund und der da angeblich immer an die Tür gekratzt hat. So manches ist daran mysteriös und man denkt, es könnte in gotischen Schrecken umschlagen. Das tut es dann nicht, aber seine Eltern werden in verschiedenen Stadien, ihre verschiedenen Altersstadien gezeigt. Sie sind jetzt über 50 am Anfang, begrüßen dann das Mädchen, denn da gibt es seltsame Dialoge. Später sieht man sie in der jüngeren Inkarnation und in einer viel älteren greisen Inkarnation. Mutter ist dann todkrank. Das alles spielt sich in dieser Holzhütte ab. Und die weibliche Figur stellt das ja auch nie, die weibliche Figur Julie stellt das ja auch nie in Frage, woran man das erst in dieser hätte festmachen können, dass sie als fantastische Figur selber diese Fantastik ja auch annimmt. Sie rennt ja nicht weg, sie will los, aber sie rennt nicht weg, sie will diesen Traum beenden. Ich finde Toni Collette ja als Besetzung, ich mag sie ja total als Schauspielerin, aber ich finde sie diesmal als Besetzung nicht so gut, weil sie sowieso eine Horrorschauspielerin ist und durch ihr extrem ausdrucksstarkes, variables Gesicht dann noch mehr in die Hereditary oder Sixth Sense, in die Fußstapfen trifft dieser Figuren. Also das fand ich jetzt als Casting nicht so geglückt. Mhm. Ja, ist diskutabel. Ich weiß es nicht genau zu sagen. Also das Mysteriöse an den Figuren, also der Jake ist herrlich dargestellt. Er ist ein vierschrötiger Mann, der aber, das merkt man, doch sehr empfindlich ist. Auf der Farm kommt er an und geht nicht gleich hinein, sondern sagt, wir gehen erstmal in den Stall, ich zeig dir das Anwesen. Und da sagt er dann, als er die Stallungen zeigt, ach, das mit diesem Fleck da auf dem Boden, ich erzähle das lieber nicht, es hat mit dem Schwein zu tun. Und dann sagt er, ja, du musst dir jetzt aber sagen. Und naja, das war eben so, Vater hatte Schweine. Und einmal, da muss ein Kind gewesen sein, und das ist eben das Trauma, das geblieben ist. Eigentlich will es auch vor sich selbst nicht noch einmal sagen, dann erzählt das doch. Und das Schwein hatte Maden im Magen und war dann aufgequollen und das Blut kam heraus. Es war also befallen von Maden. Und dann sagt, oh, das jetzt doch nicht sagen, sondern dann sagt, das Farmleben ist nicht immer schön. Also zwischendurch gibt es dann so Grundsätze, die er wohl vom Vater hat. Also so feste Sätze, die Mutter ist naiv und freut sich und erzählt. Auch das ist ein Trauma, das ihm geblieben ist. Er will das nicht hören, was man kennt. Die Eltern sitzen am Tisch. Es ist eine Freundin da, die man noch nicht
sich so lange kennt, eine Frau, die man bewundert. Und Hausmeister, um sauber zu machen auch. Das ist ja auch ein... Ja, genau. Darauf geht es auch zurück. Aber um das noch zu Ende zu führen, die sitzen also am Tisch und dann die Kindheitserinnerung. Und die Mutter sagt, er hat sogar eine Urkunde bekommen, der war so fleißig, er hat eine Urkunde für Fleiß bekommen. Und da sagt man, Mutter. Und dann sagt er, was ihn eigentlich daran beleidigt. Ich wollte nicht eine Urkunde für Fleiß, ich wollte den ersten Preis, die Urkunde für Exzellenz, für etwas, das mir gelungen ist. Und man sieht sein überfülltes Kinderzimmer mit einem Band von Kritiken mit Pauline Kael, ein Band, der vor 30 Jahren, glaube ich, erschienen ist, eine Anthologie. Und im Keller sieht man übrigens die Bilder, die er gemalt hat, eigentlich immer dasselbe Motiv. Und das ist eklektisch, also das ist gestohlen. Es ist immer, glaube ich, ein Sonnenuntergang in verschiedenen Variationen. Und er hatte keine eigene Idee, aber er hat dilettiert und unten stehen noch die Bilder. Und Lucy jetzt geht dann hinunter und sieht das. Das Schöne ist doch, dass die Eltern trotzdem, also diese Klischeefalle hatte Kaufmann umschifft, die Eltern so darzustellen, dass sie aufgrund ihrer Neurosen oder sonstigen Zwänge, die sie aufs Kind übertragen könnten, größtenteils daran schuld sein könnten, wie er ist. Es gibt praktisch kein einzelnes Verhalten, an dem man festmachen könnte, dass die Eltern irgendwas an ihn übertragen haben, was ihn zu dem gemacht hat, was er dann leider geworden ist. Das zeigt sich so nicht. Also klar, sie haben natürlich schon irgendwie eine vulgäre Sprache mit dem Alter oder diese Demenz, die dann eintritt, füttern auch dazu halt, wie beleidigend zu sein. Aber aus all diesen Sachen lässt sich überhaupt nicht erschließen, was dieser Figur des Jake widerfahren ist, dass er so werden musste, wie er ist, sich nicht entfalten konnte, dass es ihm nichts geworden ist, dass es ihm ein Versager geworden ist. Und das macht ja auch diese Schlussszene so traurig, als er dann diesen Nobelpreis verliehen bekommen hat. Und wir beide haben ja diesen Text in Indie Wire auch gelesen, wollen ja gar nichts so tun, als wäre uns das selber aufgefallen, dass diese Szene komplett geklaut wurde von einem Beautiful Mind der Oscar-Verleihung. Und das zeigt so ein bisschen diesen Zynismus, den sich Kaufman auch gönnt, indem er halt andere Filme, es gibt auch diesen extrem sehr, sehr lustigen Zemeckis-Verweis in der Mitte des Films, in dieser nachgestellten Romantikszene in einem klassischen amerikanischen Diner. Das zeigt ja schon, dass Kaufman halt irgendwie eine Lanze bricht für die Unterprivilegierten, aber das dann halt über die Methode macht, halt die eigentlichen Gewinner, Zemeckis, Ron Howard, Beautiful Mind, damit dann noch eins auszuwischen. Ja, also ich würde sagen, zu kurz gekommenen vielleicht, diejenigen, die gescheitert sind an ihrem eigenen Anspruch, die auch gescheitert sind daran, der Film handelt, und dafür braucht man Kaufmann nicht, das erkennt man, wenn man den Film sieht, ohne Interpretation, der handelt ja auch davon, dass jemand vollkommen in der Fantasie lebt, in seinen Vorstellungen, in seinen Träumen. Dafür steht ja auch das Musical Oklahoma und am Ende eigentlich auch die Vorstellung, dass Jake am Ende, dass er imaginiert, er könnte als gealterter Mann den Nobelpreis bekommen. Und da spricht er eben die Rede, die in dem Film A Beautiful Mind, der dort gezeigte autistische, von Russell Crowe gespielte Wissenschaftler bekommt. Und der spricht eine sentimentale Rede, die hier genau gesprochen wird von Jake und im Publikum. Und die sind auch so schlecht geschminkt, wie damals Leute. Genau, ganz übel, alle so auf grau gemacht. Ja. Und man sieht, das wiederum korrespondiert mit dem College Musical, also mit der oder High School Musical, wo der Hausmeister hat ja jahrzehntelang alle durchgehenden Darsteller in Musicals, also Schüler, die in Musicals spielen. Das sagt er auch am Anfang im Auto, die hat er alle erlebt. Und da wird er von Julie fassungslos gefragt, du kennst alle Musicals? Kommt Oklahoma aus dem Radio. Und dann sagt er, ja, ich mochte Musicals immer. Und ich kann mich noch an Schülerinnen erinnern, die diese Rolle gesungen haben in der Highschool. Das ist eigentlich der erste Verweis darauf, dass er jener Hausmeister ist, der noch heute an der alten Schule, an Jakes Schule, der Hausmeister ist. Aber ich habe trotzdem auch keine Erklärung dafür, warum Charlie Kaufman sich von diesen Stoffen so angezogen fühlt. Er ist ein zweifacher Oscar-Preisträger, der als einer der Top 5 Drehbuchautoren gilt. Sein einziges Problem, das er hat in Hollywood, das hat er auch ganz offen gesagt, ist, also sein letztes Werk war Anomalisa, dieser animierte Film.
den musste er per Kickstarter finanzieren lassen. Sonst hat er das nicht hingekriegt. Ja. Und auch jetzt hat er gesagt, ja gut, Netflix bezahlt mich, da gibt es keinen Box-Office-Druck. Und die Leute, die er engagiert hat, waren bekannte Schauspieler, aber keine Stars, die hat er bekommen. Ja. Was geht denn in ihm vor, dass er sozusagen immer den Versager in den Mittelpunkt seiner Werke stellen muss? Ein Mann, den die Frauen nicht ernst nehmen, das wird ja auch ganz klar in Being John Malkovich ja auch deutlich, der sich der alten Träumen nachhängt, wie vergiss mal nicht hier Eternal Sunshine und Jim Carrey. Was ist denn da in ihm? Ja. Also woran liegt das? Ja, ja. Also die Miniaturwelten in Synecdoche, der kleine Kosmos, die Welt, die man beherrschen ja, kann. Ja, das ist ja der Eskapismus all seiner Figuren, dass sie in ihrer Vorstellungswelt und in ihrem Kopf leben und eigentlich keine körperliche Existenz haben. Also das Nachbauen der Welt des Synecdoche, sagt er alles. Also das ist das Extremste, was man machen kann. Hier geht es auch natürlich darum, in einem Zimmer zu sein, für immer gefangen in einem Kinderzimmer, in Ending Things. Und in Synecdoche wird sie gleich die ganze Welt nachgebaut, eine künstliche Welt, wie die Modelleisenbahn, die immer von Männern gesammelt und gespielt werden. Es kann da nichts passieren. Man kann alles bestimmen. Ne? Man kann bei der Modelleisenbahn die Weichen stellen und das Stoppsignal aufstellen und den Bahnhof und man kann die kleinen Bäume dahinstellen und so. Das ist ja so bitter in Synecdoche. Die Welt wird ja immer größer, die er macht. Die wird ja irgendwann wirklich zu einer tatsächlichen Stadt. Ja. Nur, dass die komplett immer noch unterirdisch gebaut wird. Das heißt, er traut sich damit doch nicht in die echte Welt hinaus. Er traut sich nicht in die echte Welt. Er baut eine echte Welt, die größer wird als die Miniaturwelt, aber er geht damit nicht overground. Ja. Und aber die Träume werden sozusagen immer größer, man wird erwachsen und es geht weit über das hinaus, was man eigentlich schaffen kann. Aber und dann bleibt man doch in dieser Welt gefangen. Ja, aber wo wir über Pauline Kael gesprochen haben, da habe ich mich dann auch gefragt, die nimmt so viel Raum ein, ne? Es war, glaube ich, von Cassavetes, Frau unter dem Einfluss. Und da frage ich mich bei Kaufman auch, findet er es vielleicht einfach schade, dass sie nicht lang genug gelebt hat, um ihn zu besprechen? Warum pickt er sich die raus? Sie hat ja immer ein schwieriges Verhältnis gehabt zu Regisseuren. Ja. Und es gibt viele, die sie gehasst haben. Scorsese hat ja auch diese nicht leichte Beziehung zu ihr. Mhm. Kevin Costner hat sie immer fertig gemacht. Wieso nimmt er sie? Wieso wird die Figur des Jake irgendwie mit der fiktiven Freundin darüber sprechen, wie Filme bewertet werden? Also ich glaube, Kaufman erklärt es, indem er sagt, natürlich hat er Pauline Kael bewundert. Und es ist die Situation, die wahrscheinlich jeder kennt. Man bewundert etwas, man mag etwas, man beschäftigt sich mit etwas und es ist eher instinktiv so. Und das ist hier bei Jake, der Film A Woman Under the Influence, der sagen würde, ich mag den Film. Ach, der ist doch ein toller, der hat mich berührt. So. Und neben ihm sitzt die Freundin und die sagt die Besprechung auf von Pauline Kael 1974, übrigens nicht in der großen Anthologie, die im Kinderzimmer Jakes steht, aber eine Besprechung des Films und es ist eben keine lobende Besprechung. Sie handelt von Gina Rowlands, der Schauspielerin, und erklärt genau, warum Rowlands immer so eindrucksvoll ist, aber sie hat in zu vielen Rollen gespielt, man wird sich nie an einen erinnern und sie hatte Einwände gegen die Figur in A Woman Under the Influence und gegen Cassavetes. Und Kaufman sagt jetzt, das ist so, wenn man etwas mag und das nicht genau durchdacht hat. Und dann sagt jemand das Gegenteil, er mag das nicht und er bespricht es messerscharf mit den Argumenten und es ist genau beschrieben, es ist genau formuliert. Und dann ist man sehr, sehr enttäuscht oder beleidigt und man möchte nicht mehr darüber reden. Es ist auch so, dass Jake dann nichts mehr einfällt. Er sagt dann, glaube ich, du hast ja alles, ich mag den Film trotzdem so ungefähr. Dann kommt der Trotz, man ist
mundtot gemacht worden. Es fällt einem nichts mehr ein, man hat nichts entgegenzusetzen und es bricht eine Welt zusammen. Ne? Und A Woman Under the Influence ist genau der Film. Bei Cassavetes wird jeder sagen, wahrscheinlich ist Woman Under the Influence der beste Film. Oder jedenfalls ist Cassavetes genau der Filmemacher, der jeder sein wollte, der unabhängige Filme drehte, der Drehbücher geschrieben hat, der Autorenfilmer schlechthin, der alles allein gemacht hat, der vorher schon Faces gedreht hatte in den 60er Jahren. Ja. Und das ist eigentlich der Regisseur, der für Kaufman wahrscheinlich das Vorbild war, dass Cale die Filme, ich weiß nicht, ob sie zur Zeit von Adaptation oder Being John Malkovich noch lebte. Ich meine, sie ist Mitte oder Ende der 90er. Der 90er, also, ja, so also, knapp, ja. Also John Malkovich war ja von 98, es müsste es vielleicht gerade mal irgendwie so ein bisschen überschnitten haben. Ich fand fast schon tragisch, also in dem Interview hat Kaufman ja so eine sehr zweideutige Antwort dazu gegeben, ob die Figur der Julie fiktiv ist oder nicht, weil er sagt, sie findet zwar nur in seinen Gedanken statt, aber sie ist auch nicht wirklich nur fiktiv, weil sie als Figur ein eigenes Leben entwickelt, ja auch und auch eigene Szenen, wie als sie in den Keller geht, Solo-Szenen bekommt, die unabhängig sind von der Gedankenwelt, die Jesse Plemons in seinem Film tritt. Also es ist sozusagen eine Figur, die aus dem Film hinausgetreten ist und lebt. Das gibt natürlich dem Titel eine extrem besondere Bedeutung, denn so wie der Film beworben wird, wie du noch Fotos siehst, wie der Film heißt, I'm Thinking of Ending Things, und so wie er gleich in der ersten Szene des Films ausgesprochen wird, versteht ja jeder automatisch sofort darunter das Ende der Beziehung. Wenn man im Laufe des Films langsam merkt, dass dieser Mann vielleicht alleine ist und der Film heißt Thinking of Ending Things, dann versteht man darunter natürlich das Leben zu beenden. Es gibt dem Film dann eine komplett neue Bedeutung. Und es ist auch so, dass Lucy am Anfang die Voice-Over-Narration spricht, also ganz am Anfang spricht sie selbst. Ne? Man hört sie, wie sie, ich habe noch nie so viel Laub gesehen wie auf dieser Fahrt. Und dann beginnt die Fahrt. Und am Anfang sieht man ein Zimmer oder ein Haus und die Tapeten und wie sie aus dem Haus geht. Und man denkt, der Film handelt von dieser Frau und ihren Erinnerungen an den Mann. Und sie hat natürlich ein Eigenleben. Es ist so, dass der Hausmeister natürlich alle sich an die Mädchen, die jungen Frauen erinnert, die an der Highschool, die ihm je begegnet sind, denen er als junger Mann begegnet ist, denen er später begegnet ist, das alles schießt zusammen. Und wenn er einsam in seinem Büro Fernsehen guckt, eben diesen die letzte Szene, letzte Sequenz eines Zemeckis-Films, und man sieht dann den Abspann, ne, bei Robert Zemeckis, Und dann sieht man, was das Leben dieses Mannes ist, der mit dem Putzfeudel da durch die Flure geht. Und sie begegnen sich einmal. Lucy geht einmal auf der Suche nach Jake in die Schule hinein und auf dem Gang begegnet sie ihm. Und er sieht ein verwirrtes Mädchen, so wie er vielen verwirrten Mädchen auf der Suche nach ihrem Freund begegnet ist. Und das ist eigentlich der Abschluss und das Ende des Films, dass der alte Mann in Lucy oder Ames oder Amy den Frauen der absoluten Frau begegnet, die ein Kompositum aus allen jungen Frauen ist, denen er da je begegnet ist. Und er war ja eigentlich niemals irgendwo anders. Er war immer das Faktotum genau dieser Schule, zu deren schmaler, verschneiter Weg führt. Und Jake fährt genau dahin zurück. Und seine Traumfrau, ne, diese Zusammenführung der verschiedenen Traumfrauen, ist wohlgemerkt nicht seine Mutter. Das wäre auch ein bisschen sehr, sehr einfach gewesen, halt irgendwie so einen Schluss zu machen, dass man als Muttersöhnchen, als einer, der sich nicht emanzipieren konnte vom Elternhaus, letztendlich an der Mutterfigur so hängt. Das war ja das Gute halt an diesem Konglomerat der verschiedenen Charaktere, die zusammenkommen. Dass er halt nicht den Fehler macht, einfach so eine Familiengeschichte zu erzählen, in der sein Ende unausweichlich ist, weil seine Eltern ihn nie freigegeben haben. Also er gibt den Eltern ja auch nicht die Schuld. Erstens besucht er sie mit der Freundin. Dann sagt er später, naja, vielleicht ein bisschen wunderlich, aber
Er mag sie, ist immer wieder dahin zurückgekehrt, so schwierig es auch ist. Es wird sicher immer wieder die Geschichte erzählt, wie er diesen Fleißpreis gewonnen hat, statt des Preises für Exzellenz oder für eine tatsächliche Leistung. Und er weiß ungefähr schon, was sie erzählen werden. Ne? Also Vater sagt dann, ja, warum malst du denn? Ich mag Bilder auf dem, was zu sehen ist und keine abstrakte Kunst und dergleichen. Also das sind genau diese Aussagen und die Mutter ist die mütterliche, die oft kichert, die schon ein bisschen albern geworden ist, aber dann auch sentimental. Und der Vater sagt an einer Stelle, ich mochte sie früher, weil sie so lustig war. Früher war sie lustiger, also da war richtig. Aber jetzt ist weniger. Und sie sagt, naja, im Laufe des Lebens, da wird es weniger. Also da wird ganz wehmütig. Und man kann es sich vorstellen, wenn der 29-jährige Sohn da zurückkehrt, dass er natürlich den Verfall oder das Verdämmern der Eltern sieht, die jetzt auch die Farmen nicht mehr richtig bewirtschaften, da ist kein Leben mehr. Keine Tiere mehr. Das sind Gespenster. Und das madige Schwein. Das madige Schwein. Das ist ja nochmal auftauchen, auch genau, schön animiert. Also die Kosten wurden auch gut eingesetzt. Das Budget wurde gut eingesetzt. Man sieht dieses Schwein dann auch gezeichnet und nicht so als CGI-Tierchen mit überschüssigen Bewegung. Naja, also ich glaube, wir können festhalten, dass er uns beiden sehr gut gefallen hat, dass ich froh bin, dass ich ihn gesehen habe. Das ist sozusagen der einzige Nachteil, den die Corona-Krise jetzt irgendwie hat, dass man auf Netflix auf einmal Dinge sieht, die sonst vielleicht noch nur kurz im Programmkino gekommen wären und dann umso später dann erst irgendwie in den Streamingdiensten. Ja, und stand den Film, über Nacht da. Den Film kann man immer wieder sehen und es sei aber davor gewarnt, Kaufmanns Interpretation vorher zu lesen. Also ja. Es ist wunderschön, den Film zu sehen. Es ist wunderschön, ihn ein zweites Mal zu sehen. Und es wird noch schöner, wenn man den Film zum dritten Mal sieht. Alles ohne Interpretation von Kaufmann. Später kann man das lesen und noch immer und immer wieder darüber nachdenken. Also man merkt, es ist mein Lieblingsfilm in diesem Jahr. Wenn wir demnächst... Meiner bislang auch. Also ich habe schon an unsere Top-10-Listen gedacht. Da werden wir uns vielleicht sogar einig sein. Ja, und wenn wir demnächst über die Filme des Jahres sprechen, kommen wir noch einmal kurz zurück auf I'm Thinking of Ending Things. Okay, dann machen wir jetzt mal weiter. Ein Film haben wir für diese Ausgabe noch, The Trial of the Chicago 7 von Aaron Sorkin, der auch eine ganz kuriose Entstehungsgeschichte hatte. Spielberg wollte den, glaube ich, 2006 oder 2007 schon machen. Das hat dann irgendwie Development Hell-mäßig nicht funktioniert. Der lag dann irgendwie lange brach. Und deswegen verstehe ich auch viele der Vorwürfe nicht, die der Film hat super Kritiken bekommen, wird auch schon als Oscar-Kandidat gehandelt. Aber es gibt auch viele Vorwürfe, viele Rezensenten, die sagen halt, er kommt zwar zur richtigen Zeit, rechtzeitig vor der amerikanischen Wahl, aber wieso muss es denn immer nur so indirekte Kritiken geben an der Jetztzeit? Wieso muss man so eine alte Begebenheit von 1969 nehmen, um an das Amerika des Jahres 2020 zu erinnern? Finde ich immer so ein bisschen schwach, diese Argumentation zu bringen, einem Film den Zeitpunkt seines Erscheinens vorzuwerfen, um selber dann daraus zu interpretieren, dass er auf die Jetztzeit überhaupt gemeint ist. Das muss so gar nicht sein. Der Stoff geistert, wie gesagt, seit fast 15 Jahren durch Hollywood. Jetzt ist er halt gekommen. Klar, bei Borat, worüber wir in der letzten Folge gesprochen haben, konnte man sagen, den wollte Sacha Baron Cohen direkt vor der Präsidentschaftswahl am 3. November bringen. Aber dieser Film hatte einfach ein gutes Timing, vielleicht auch einfach nur aus Zufall. Ja, aber die Chicago 7 waren immer schon notorisch. Es ist eine Affäre, die mit dem Jahr 68 zu tun hat, mit den Unruhen beim Parteitag der Demokraten in Chicago. War natürlich das Jahr der Ermordung von Martin Luther King, von Bobby Kennedy. Es kamen dann die Unruhen dazu und die polizeiliche Übergriffe, auch die Frage nach der Schuld. Die übrigens ganz kurz, die übrigens nicht so gezeigt werden, so dramatisch, diese Archivaufnahmen, wie das zum Beispiel Spike Lee mit seinem Holzhammer-Film The Five Bloods gemacht hat. Ja. Nur mal als Vergleich. Ja, aber es werden sozusagen die Krawalle oder die Demonstrationen nachgestellt, einigermaßen hölzern. Übrigens hat Sorkin zwar bei Spielberg gelernt, aber also das Artifizielle des Films, da wird sehr ausgestellt. Es sind natürlich all die
Kostüme jener Zeit, die Kleidung, die Autos, das alles stimmt irgendwie, der Gerichtssaal, Abby Hoffman wird von Sacha Baron Cohen gespielt, die langen Haare. Der natürlich so, auch ein bisschen ja, aussieht wie ein Clown, ne? Ja, aber alle sehen aus wie Clowns. Es gibt dann den Skeptiker, den Pragmatiker, den Weltverbesserer, der dann Hoffman vorwirft, er tue es doch nur für sich selbst. Aber Eddie Redmayne konnte man ja endlich mal angucken. Also ich finde ihn ja immer so nervig. Der ist als diesen leicht verhuschten und diese Britpop-Frisur und dann immer dieses unschuldig und empfindliche Tun. Jetzt spielt er zwar auch einen empfindlichen Studentenführer, aber er spielt endlich mal auch mal einen Mann, muss man, also sorry to say, auch mal ein bisschen härter auch mal einbringt und so weiter. Das muss einfach auch mal drin sein für ihn. Ja, also er tritt ja völlig in einer neuen Rolle auf, endlich. Allerdings ist er dann letztlich doch inkonsequent, also es steht dann einmal auf, am Ende werden dann... Ach so, ja, dieses Spielberg-Ende, ja, ne? Es werden tausende Namen das von, ein riesiges Spielberg-Ende. Von gefallenen Veteranen, also von Soldaten in Vietnam vorgelesen. Gerichtsfilm so. Von Zemeckis. Ja, und das kann man sich auch nicht vorstellen, dass der angefeindete... Richter, der dann einen Schwarzen, der eigentlich damit nichts zu tun hatte, in Fesseln legen ließ und mit einem Knebel. Und das mag ähnlich gewesen sein und das zeigt das Skandalöse. Nur wenn man den Film sieht, dann glaubt man nicht, dass es so gewesen ist. Ne? Der Richter ist von Anfang an verdächtig, ist voreingenommen und aber er bekommt die Gelegenheit zu sagen, Sirs oder ne, Gentlemen, Sie glauben doch, das ist das erste Mal, dass mir vorgeworfen wird, dass ich ein Rassist bin. Also ja. Frank Langella hat mir diese Szene extra gegeben, der übrigens, finde ich, also egal wie unglaublich die Rolle auch ist, der einzige ist, der nicht so wirkt, als hätte man ihn besetzt, weil man einen Star haben wollte. Ich finde, Michael Keaton hat ja diesen Cameo-artigen Auftritt, wo die Kamera mit der Figur in den Raum reingeht und dann dreht sich dann Michael Keaton auf seinem Drehstuhl um. Und da weiß man, okay, Michael Keaton hat einen Michael Keaton-Moment bekommen. Ja. Das war schon fast ein bisschen überzogen. Das ist sozusagen ein richtiger Star-Aufbau, den er bekommt. Das ist auch ein Spielberg-Moment oder wie in Coppolas Rainmaker, glaube ich, wo Roy Scheider am Ende noch einen Auftritt hat. Ja, oder John Quincy Adams hier, Hopkins in Amistad. Ja. Ne? Ja, also da ist schon es ist die Spielberg-Schule und immer auf den Effekt hin und den größtmöglichen Effekt. Hier ist es nämlich, Michael Keaton spielt den ehemaligen Verteidigungsminister, der dann befragt wird von den Anwälten der Angeklagten, ob er nicht die Untersuchung in dem Fall bereits abgeschlossen hatte, weil sie ohne Ergebnis blieben. Also mit anderen Worten, die Anklage hätte gar nicht erfolgen dürfen. Es gibt überhaupt keine Gründe, es gibt keine Indizien dafür, dass diese 7 angeklagt waren. Und man zunächst gewinnt man den Eindruck, er wird auch beobachtet von zwei Leuten, die ihm sagen, sie dürfen als früherer Verteidigungsminister oder Justizminister als Justizminister nicht Auskunft geben über vergangene Fälle. Und das genießt Keaton. Und dann, ne, und da wird auch noch aufgefordert von dem jungen Angeklagten. Ich bin enttäuscht. Die müssen doch einmal aufstehen. Dann sagt, diese beiden Männer sitzen nur da, damit ich jetzt Folgendes sagen kann. Ich werde vor Gericht aussagen. So. Und dann steuert alles auf den Höhepunkt zu. Ne? Sie bekennen sich alle. Zwischendurch wurde jemand mal des Saales verwiesen, der Älteste, der Angeklagte. Ja. Ne? Der wird dann abgeholt, weil er unbotmäßig war. Ja, er schlägt einmal zu. Der Schauspieler ist übrigens auch sehr gut. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ja. Zum ersten Mal gesehen in Zodiac von Fincher, als er den wahrscheinlichen Killer spielt. Das wird ja am Ende nicht aufgeklärt, aber er wird es wahrscheinlich gewesen sein. Ach, der Darsteller dieses älteren Mannes, ja. Ich glaube sogar ein Weltkriegsveteran. Ja. Nee, er ist nicht im Zweiten Weltkrieg. Ah, so. Ja. Und das spielt auch eine Rolle, dass er sagt, naja, sie werden auf mich gehen, weil ich der Älteste bin. Und sagt, oder ich sollte sprechen. Dann sagen sie, nee, also jemand, der nicht im Zweiten Weltkrieg und da sich da verweigert hat, der wird ganz gewiss nicht angesprochen als jemand, der sozusagen als Patriot noch am ehesten identifiziert wird. Ich musste wegen zwei Sachen lachen. Zum einer Sache im Film, als Sacha Baron Cohen Richter Robe auftritt, weil er sagt, das ist eine Hommage an den Richter. Also er teilweise sehr lustige Szenen. Und ich musste einmal lachen, weil du hast mir erfolgreich vor mehreren Jahren diesen Floh ins Ohr gesetzt, den ich auch gerne vertrete und verfechte.
Wir haben uns beide darüber aufgeregt, dass Sylvester Stallone keinen Oscar bekommen hat als Rocky. Das war, glaube ich, vor 4 Jahren. Da war er nominiert zum 2. Mal für dieselbe Rolle, war auch großer Favorit und wurde dann ausgestochen von Mark Rylance. Der hat Bridge of Spies oder wofür hat er den Oscar bekommen? Ich weiß nicht mehr, aber da hast du gesagt im Flur irgendwie, was soll das denn? Und er hätte doch Stallone, denn jetzt gibt ihn dem noch endlich, hätte er einfach kriegen können. Und das stimmt, Mark Rylance ist irgendwie aus der Theaterszene, war da schon hochprämiert, mehrere Tonys bekommen, rübergewandert in den Film, zuerst für Spielberg, dann ist er für Christopher Nolan in Dunkirk aufgetreten, macht jede Rolle immer gut, aber auch, also lass mir dabei diesen Floh ins Auge setzen, und auch in der Rolle nervt er mich irgendwie so ein bisschen, weil Mark Rylance irgendwie alles kann, aber in allem irgendwie zu viel Understatement reinbringen. Irgendwie nerven mich diese Schauspieler auch. Ich weiß nicht, was ich mit dem habe. Understatement. Er wird ja auch Ready Player One, wird er irgendwie auch, er dürfte ja auch auf die 60 zugehen, dann irgendwie so als 30-jähriger Computer-Nerd runter maskiert. Das hat mich also ein bisschen gestört. Also ich konnte mit seiner Rolle in dem Film nicht so viel anfangen und ich finde auch, er war als Verteidiger auch die falsche Figur. Joseph Gordon-Levitt als Staatsanwalt war auch nicht überragend, aber gerade diese beiden Pole. Ja. Also das ist eine grelle Verteidigerfigur und genauso wie man sich diesen Verteidiger vorstellt. Also der immer hibbelig herumläuft, der das aus Idealismus macht, der sich auch der Schwarzen annehmen will, der sich aber selbst verteidigt. Und also der auch als Verteidiger nie reich geworden ist. Genau, ja. Also ist eine Rolle, die auch wieder im Coppolas Rainmaker natürlich vorkommt. Jemand, der aus idealistischen Motiven, der keine richtige Kanzlei hat, also der Hippie-Anwalt schlechthin und der wirkt auch verkleidet. Ne? Es wirken fast alle verkleidet. Naturgemäß sind die Hutträger und Anzugträger, also die Vertreter der Anklage, die auch diese strengen Brillen haben, wie man sie in den 60er Jahren hatte, und die kleinen Hütchen und das Köfferchen tragen, die treten die Gegenseite, aber da ist ein Liberaler, der ausgewählt wurde, die Anklage zu vertreten, zwar ein Spießer, der einmal mit zwei kleinen Kindern an der Hand Abby Hoffman und dessen Kollegen begegnet im Park, der sogar stehen bleibt, sogar mit ihnen über den Fall spricht, was er natürlich nicht darf. Und da ist der Antagonismus. Und am Ende sagt der Hoffmanns Kollege, also es wurde eine Spionin während des Parteitags, während der Demonstration auf ihn angesetzt. Er sollte ausspioniert werden. Die hat ihn in einer Kneipe, in einer Bar angesprochen und ihn verführt. Und gab immerhin jedenfalls ein Techtelmächte und er glaubte, das Mädchen sei in ihn verliebt. Und dann ruft er dem Anwalt, dem Ankläger hinterher, na, das ist unfair. Ich glaubte, sie sei in mich verliebt. Und wie lange waren sie mit ihr zusammen? Wirkt aber auch arg ausgedacht. Fast 48 Stunden. Das ist auch ein lustiger Moment. Wirkt aber sehr ausgedacht. Ja, das wirkt ausgedacht, aber das ist sozusagen, es wird damit gezeigt, naja, so richtig ernst war es diesen Hippies ja eigentlich auch nicht. Die wollten ja auch nur mit der Frau ins Bett gehen. Stimmt. Und die wollten Pott rauchen. Und tatsächlich hatten sie ja gar keine richtigen politischen Motive. Abby Hoffman kämpfte seinen eigenen Kampf, ein anderer war ein Altlinker, eben dieser von uns schon genannte Ältere. Aber was heißt das denn auf die Jetztzeit, also wenn es um das große Thema Allegorien, das ja immer allen so wichtig ist, geht, was heißt das denn auf die Jetztzeit bezogen? Warum bemängeln die Kritiker, dass der aktuelle Zeitbezug nicht direkt genug ist? Geht es dann einfach darum zu sagen, dass immer die Falschen vom Richter landen und dann verknastet werden, das schon die Zugehörigkeit zu einer Subkultur, wie halt ein Hippie zu sein oder die falsche Hautfarbe zu haben, wie die Black Panther, dass das schon ausreicht, vor Gericht zu erscheinen. Also was wird hier bemängelt, was fehlt, was ist nicht direkt oder was ist zu indirekt? Die Willkür der Justiz, das ist natürlich auch ein Movens, das in Filmen schon der frühen 70er Jahre, wenn nicht sogar der späten 60er Jahre schon, vorkam. Also es sind lauter Topoi, der korrupte Justizminister, der neue Justizminister. Der hat nichts anderes vor, als sein Mütchen zu kühlen, sich auch noch zu rächen an dem früheren Justizminister aus einer einzigen Kränkung. Der Justizminister ist nicht rechtzeitig zurückgetreten, bevor der neue ernannt wurde, sondern hat so lange gewartet, 2 Stunden bevor der andere inauguriert wurde. Und das kann dieser Justizminister man nicht vergessen. Nur was die Großallegorie sein soll oder was das für heute bedeuten soll, das
Das erschließt sich mir nicht. Es ist ein historischer Fall aus der Situation dieser Demonstration, zum Teil auch Krawalle in Chicago in jenem Jahr. Die aufgeheizte Stimmung, dann die Gegenreaktion. Es ist auch die Frage bei diesem Protestmarsch, sie gehen so sehenden Auges in die Polizisten hinein. Und dann ist die Frage, wer hat angefangen zu knüppeln, wer hat die Jagd eröffnet. Sie haben aber gesehen, da steht die Polizei und wir kommen da nicht durch. Und dann hat irgendjemand wahrscheinlich auch einen Stein geworfen. So richtig wird das eigentlich nicht geklärt. Es werden auch die Polizisten nicht durchweg als brutale Schergen gezeigt, die nur darauf gewartet haben, etwa die Demonstranten niederzuknüppeln. Allerdings gibt es eine Szene, da wird jemand da von einem Mast, der in den Mast drauf geklettert ist bei der Kundgebung, der wird da runtergehauen. Ja, und die Szene ist, in der Eddie Redmayne, die man ihm am Ende ja auch vorhält in der Anklage, dass er derjenige ist, der nachweislich und dokumentiert auf Mikrofon zur Gewalt indirekt aufgerufen hat, ausgelöst durch die Szene, in der ein Mitprotestierender da von der Laterne da runtergezogen wird. Ich muss die ganze Zeit darüber nachdenken, wenn es jetzt Die Art, es ist ein Missverständnis, die Art der Formulierung. Ja. Wenn hier Blut fließt, dann soll auch unser Blut fließen. Das Konditionale, ja. Ich frage mich immer die ganze Zeit, jetzt wo dieses Kino ja durch Corona so verkorkst ist und wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Filme, die nur im Streaming gelaufen sind, für die Academy Awards dann berücksichtigt werden, da hat dieser Film tatsächlich relativ große Chancen, den besten Film tatsächlich zu bekommen, weil ja die Kriterien für die Verleihung sich in diesem Jahr auch erstmals geändert haben nach dem Kriterium Diversität. Bestimmte Faktoren muss ein Film erfüllen, anders als vorher, um überhaupt aufgenommen zu werden. Das gab es vorher nicht. Vorher hätte theoretisch, was nie funktioniert hätte, auch ein Actionfilm als bester Film ausgezeichnet werden können. Wie mit Herr der Ringe war es so zum ersten Mal ein Fantasyfilm. Jetzt gibt es ganz klare Kategorien. Eine bestimmte Quote von Minderheiten muss berücksichtigt sein. Diverse Hautfarben als auch die Darstellung von Geschlechtern. Nun ist mir gerade klar geworden, Frauenrollen sind in dem Film leider doch nicht so stark. Es ist gar keine Präsenz. Es kann sein, dass es daran scheitert. Ich wollte es eben sagen. Ja, das ist mir beim Erzählen jetzt klar geworden. Es kommt die Spionin vor. Ja, aber die wird ja als Schlange dargestellt. Ne? Also die weiblichen Reize. Sitzt aber später noch im Gerichtssaal und beobachtet den Prozess. Gut, das kann man so und so sehen. Man kann sagen, das würde das Kriterium nicht erfüllen, weil ewig lockt das Weib, so wird sie dargestellt, so als eine Frau, die halt die dummen Männer halt vorführt. Kann man auch halt stärker auslegen, dass es halt sehr einfach ist, Männer zu verführen und eine starke Frauenrolle dafür das. Das ist ein bisschen schwierig, dieses Kriterium dort einzubringen, aber ansonsten erfüllt der Film relativ viele Merkmale, um berücksichtigt zu werden in die Aufnahme der besten Filme. Ja, aber ob es ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber sind denn diese Kriterien festgeschrieben? Ja. Gar mit Prozenten? Nicht mit Prozenten. Ich müsste erfüllt sein? Ich müsste jetzt quasi live und eher auf dem Handy schnell nachgucken, wie diese Kriterien aussehen. Liebe Hörer, ihr könnt das ja auch gerne kommentieren. Mir fallen jetzt nicht ein, aber die Academy hat bekannt gegeben, dass man nicht einfach nur einen Film jetzt irgendwie einreichen kann und den finden dann irgendwie die Jury alle gut. Und dann werden die Kampagnen gemacht und dann stimmen 8 von 10 Leuten dafür, dass der Film gut ist. Und dann wird, keine Ahnung, dann irgendwie Beautiful Mind oder Dunkirk dann irgendwie nominiert. Nein, es müssen tatsächlich politische Kriterien auch erfüllt sein, politisch im Sinne, dass es ein gesellschaftliches Abbild darstellt. Also ich glaube, du willst mich veräppeln. Nee. Das glaube ich nicht. Doch, wir gehen gleich zu einer Aufnahme in mein Arbeitszimmer und dann zeige ich es dir. Nein, das sind hier falsche Informationen, die du mir unterjubeln willst. Wir haben schon so viele Podcasts heute gesprochen, dass du mich am Ende hier ich versuche schon verzweifelt gerade. Academy, du versuchst es in der Weise von Borat. Ne? Ja, genau. Und ich glaube, ich könnte hier davon überzeugt werden. Naja, aber ich meine, du wirst es jetzt nicht finden, ja, diesen Katalog. Von das Filmjahr hat ja auch nur noch 2 Monate. Es kommt ja nicht mehr viel. Für Tenet ja sogar drin vorkommen, wer weiß. Ja, Tenet natürlich in allen technischen Kategorien, natürlich. Und ich weiß gar nicht, Netflix gilt ja wahrscheinlich noch immer der Bann, oder? Ja, ja, also er muss im Kino einmal, und sei es nur formal im Kino einmal gelaufen sein. Also der Irishman lief ja offiziell in Programmkinos und in sonstigen. Ja. Es muss ja einen bestimmten Zeitraum gelaufen sein in den USA, als auch in einer bestimmten Anzahl von Kinos. Das hatte der erfüllt, aber klar haben die den Irishman ja abgestraft, indem sie ihn 10-fach nominiert haben. Ja.
mit 10-mal nominiert, aber mit keinem ausgezeichnet. Das war bei Amazon, die haben es ein bisschen anders gemacht. Ne? Also zum Beispiel Manchester by the Sea war auch ein Film der Amazon Studios. Mhm. Die haben den regulär im Kino laufen lassen, zack, gab es Oscars. Also das geht auch anders, aber das wird dieses Jahr schwieriger. Ich glaube, dass diese Kriterien ohnehin aufgeweicht werden. Jeder kann Filme natürlich vorher rechtzeitig im Kino zeigen. Vielleicht gilt es auch für Sofia Coppolas Film. Der wird sicher, Bill Murray wird eine Nominierung bekommen. Aber wir wollen nicht vorgreifen. Vielleicht gibt es sogar eine Chance für I'm Thinking of Ending Things. Ne? Ja, natürlich bekommt Kaufmann am Ende immer den Oscar für das Drehbuch. Aber dreimal Drehbuch-Oscar, das wäre, glaube ich, ein Rekord. Also ich wüsste niemanden. Also Allen hat zwei, Tarantino hat zwei. Ich kenne niemanden, der dreimal ein Drehbuch-Oscar bekommen hat. Gibt es vielleicht. Vielleicht könnte Kaufmann der Erste sein, aber ich glaube, der Film ist insgesamt viel zu kompliziert. Es wäre auch bestes adaptiertes Drehbuch, denn er hat sich auf einen Roman gestützt, der wenig bekannt ist. Weißt du, wer den geschrieben hat? Nein. Das ist der Bruder von der, ich weiß nicht, wie der heißt, das ist der Bruder von der isländischen Premierministerin. Aha. Der Bruder der isländischen Premierministerin hat diesen Roman geschrieben, den Kaufmann gelesen hat. Aber hoffentlich in englischer Übersetzung. Ja. Jedenfalls hat er so viel abgewandelt, sagt auch selbst, dass er zwar die Grundlage verwendet hat, aber dann doch fast alles selbst imaginiert hat. Hat einen Kaufmann-Film gemacht. Ich glaube, die anderen Drehbücher waren auch adaptierte Drehbücher. Das waren Originaldrehbücher. Ja, ja, also Eternal Sunshine war Originaldrehbuch und ich weiß nicht, ob es für Adaptation oder Malkovich. Dabei heißt der Film Adaptation. Müsste adaptiert sein. Stimmt, den muss ich echt nochmal gucken. Die letzte große Rolle von Nicolas Cage. Aber es ist wahr, Chicago 7 ist natürlich genau der Film, der beste Film werden könnte. Es sind alle damit einverstanden, alle der Gegenkultur, jedenfalls alle die liberalen Geistes, sind alle, die sich über diese Verurteilung ärgern. Also es waren dann 15-20 Jahre für fast alle Angeklagten. Und also bitter, 1972 wurde aber dann, glaube ich, ein Gnadenerlass stattgegeben. Der Richter haut verzweifelt mit dem Hammer drauf, als Eddie Redmayne alle Namen vorliest. Ja, genau. Und Halleluja. Und während vorher sofort die Saalordner und die Polizisten kommen und alle herausziehen, die unbotmäßig sind, gelingt es ihm hier überhaupt nicht mehr im Tumult mit seinem Hammer und mit seinen Sicherheitskräften den einen, der 23.000 Namen verliest, aus dem Gerichtssaal zu weisen. Aber so, das macht, ist natürlich genau das Pathos, das sich die Oscars wünschen. Passt aber nicht zu Sorkin. Das hat mich wirklich gewundert, dieses Ende. Ja, Sorkin ist ja eigentlich ein viel gescheiterer Drehbuchautor, Regisseur, weiß ich nicht. Ist wirklich sehr holzschnittartig gemacht. Aber das Drehbuch ist auch holzschnittartig geschrieben. Steve Jobs war besser, das hat er auch gemacht. Ja. Da hat er, glaube ich, den Oscar für bekommen. Den ersten. Ja. Das ist ein besserer Film. Aber dies ist natürlich ein Period Piece. Man muss 1968 inszenieren. Man muss die Gerichtsakten durchsehen. Man muss mehr Drama inszenieren, als es tatsächlich war. Und man muss auch noch diese Straßenschlachten inszenieren. Das ist besonders schlecht. Man sieht immer diese Pappschilder, die gerade gemalt wurden. und auch diese künstlichen Hippie-Kleider. Es wirkt nie überzeugend. Man hat so viele Bilder gesehen. Und es gibt auch kleine Inserts von Schwarz-Weiß-Aufnahmen, wo man die Polizisten und die Demonstranten sieht. Und alles, was man da sieht, das sieht natürlich dramatischer, das sieht realistischer, das sieht furchtbar aus, wenn auch immer nur rumgelaufen und ein paar Wasserwerfer und so weiter. Aber das sind die Bilder, die man kennt. Und das Nachgestellte in Farbe, also dieses Reenactment, das wirkt nicht überzeugend. Man hat es so oft gesehen, auch in Mad Men, das Jahr 68 FF. Ich glaube, er hat den Fehler gemacht, dass zu viel Pastellfarben drin ist und es zu bunt aussieht. Und das kann natürlich gegen die historischen Aufnahmen, die vor allem schwarz-weiß sind, viel drastischer und die Zeit viel dramatischer darstellen,
gar nicht mehr anstinken. Das ist halt die große Falle, in die er wahrscheinlich getreten ist, dass er halt gedacht hat, das Jahr 68 war ein buntes Jahr, das Jahr der Flower Power. Und das muss dementsprechend auch sehr farbvoll und sehr farbenreich ja. sein. Ist halt leider kein Herbst. Aber 68 und das, was man da sieht und so, wie es nacherzählt wird, es ist eben alles nicht eindeutig. Es war wüst, es war chaotisch, es war unüberschaubar. Es gab die verschiedenen Fraktionen, das wird ja hier sogar angedeutet. Die gehörten alle unterschiedlichen Fraktionen an. Eine Fraktion, die eigentlich unpolitisch war, die gar nichts damit zu tun hatte. Dann Abby Hoffmans eigene Partei, so lauter umherschweifende Haschrebellen und so kleine Sprengel, die sich gebildet haben. Und das eine, was das in der Mitte war, das war der Parteitag der Demokratischen Partei in Chicago, genau zu dem Zeitpunkt. Und das ist das Fanal geblieben. Aber innerhalb dieser Demonstrationen und der verschiedenen Schauplätze in Chicago war eben alles unüberschaubar. Es konnte kein Schuldiger gefunden werden, auch kein Schuldiger aber wo Polizist. Wo wir gerade über Demokraten sprechen, ist es erstaunlich, dass keine der jetzigen Kritiken darauf Bezug genommen hat, den Demokraten einen reinzuwürgen, zu sagen, tja, das ist eine eure Demonstration. Ne? So wie man bei Black Lives, so wie Trump bei Black Lives Matter sagen würde, ja, das wäre bei mir nicht passiert. Ne? Also du aber meinst die Tatsache, dass es beim Parteitag der Demokraten passiert ist, wird, was ja auch bescheuert wäre, das überhaupt zu tun, aber wird heute von niemandem aufgegriffen zu sagen, ja, das sind eure Leute. Ne? Ja, du meinst also, da wurde Hubert Humphreys, glaube ich, nominiert. Erfolgloser Kandidat, der dann... Und das war dann gegen Lyndon B. Johnson? Gegen Nixon. Nixon. Okay. Also nach Lyndon B. Johnson wurde Hubert Humphreys nominiert. Der Johnson wollte nicht mehr antreten. Mhm. Und Humphreys hat, glaube ich, die spektakulärste Niederlage gegen Nixon 1 erlitten. Also gegen die... Bei der ersten Wahl Nixons. Nee, bei der zweiten war Nixon, glaube ich, noch erfolgreicher als 69. Aber 69 war eine ganz deutliche Entscheidung für Richard Nixon, nachdem er ja gegen Kennedy, weil er im Fernsehen geschwitzt hatte, sonst hätte er gewonnen, und weil mit Mafia-Stimmen von Vater Kennedy gekocht hat. Das ist der Hubert Humphreys, hieß er, glaube ich. Kann man nur verlieren, erinnert mich ein bisschen, wie heißt immer die Hauptfigur aus Lolita, die hat auch so einen Namen, aus dem Doppelnamen. Humbert, glaube ich. Ja. Ganz anderer Mensch. Also das erinnert tatsächlich daran, aber niemand erinnert sich an Humphreys, weil er so spektakulär, er hatte überhaupt keine Chance gegen Nixon. Und es wäre ja sonst Bobby Kennedy gewesen, der gegen Nixon, und der hätte womöglich gegen Nixon gewonnen. Der wird doch in der Five Bloods bestimmt auch erschossen, oder? In der Zusammenstellung der Doku-Aufnahmen. Das ist mal ganz bitterböse zu sagen. Ich komme wieder auf den Spike Lee-Film zu sprechen, weil der mich so geärgert hat in diesen Zusammenschnitt der historischen Aufnahmen, die sowieso aus einem Bilderbuch der Best-of des Jahrzehnts genommen wurden, wo eben nicht rechtzeitig abgeblendet wurde, wie in Trial of Chicago 7, sondern wirklich alles. Also von Muhammad Ali über seinen Spruch über die Vietcong, also, bis auf die Erschießung von Martin Luther King. Da wurde wirklich jedes Versatzstück aus dem YouTube-Best-of zusammengeworfen. Ja, der Bilderbogen. Ja. Und noch etwas. 1969 haben Paul Simon und Art Garfunkel zu Bridge Over Troubled Water einen Dokumentarfilm gedreht, bei dem der Sponsor dann abgesprungen war. Die haben genau dasselbe gemacht. Die haben den Sarg von John F. Kennedy, die haben den Sarg von Bobby Kennedy gezeigt, die haben die Vietnam-Bilder gezeigt und haben daraus einen Dokumentarfilm gemacht zur Musik von Bridge Over Troubled Water, also America unter anderem. Und haben einen ganz politischen Film gedreht und der Waschmittelhersteller ist dann abgesprungen und es musste der damals schon ältliche Schauspieler Robert Ryan als Ankündiger davor gesetzt werden, der gesagt hat, nun, wir erlauben es diesen jungen Leuten, die heute leben, einen solchen Film zu zeigen. Sonst wäre der gar nicht gezeigt worden. Und Simon erinnert sich, nach der ersten Werbepause, das haben sowieso nicht viele Leute gesehen, nach der ersten Werbepause war 90% des Publikums weg. Ne? So waren die Zeiten, aber das kann man sich nicht vorstellen, ne? Wie so die Befindlichkeiten waren, der Krieg, ich meine gut, das war auch das Jahr der Mondlandung. Ne? Es war das Jahr, in dem die einen Amerikaner halt die große Aufschwung hatten, aber die anderen halt davon ausgegangen sind, dass es nur noch schlechter werden kann, wenn man noch mehr irgendwie auf den
auf den Kriegen drauf rumreite, ja, die in die Amerika hineingeschlittert ist. Das ist vielleicht die Verbindung von Chicago 7 zur heutigen Zeit. Die Spaltung war damals schon. Heute wird immer von Spaltung gesprochen. War doch damals auch. Aber natürlich. Also eine größere Spaltung als die sogenannte Gegenkultur gegen die etablierten Amerikaner, die nach dem Zweiten Weltkrieg reich geworden sind. Oder anders gesagt, Generationen der Babyboomer, die dann spürbar wurde und allmählich auch Macht gewann. Also eigentlich der Konflikt zwischen der Generation der Kinder gegen ihre Väter, die in den 50er Jahren reich geworden sind und saturiert. So, das war im Wesentlichen der Konflikt. Die einen protestierten gegen Vietnam, die anderen haben es sozusagen verursacht oder haben sich nicht dagegen gewehrt. Und es gab nur wenige, die schon älter waren. Und naturgemäß waren es Schauspieler, Drehbuchautoren, Kreative. Müssen wir mal über Rosemary's Baby sprechen. Auch das ein Film der Gegenkultur, der Kinder, die sich gegen die Eltern wenden. Wie ja, Night of the Living Dead auch. Vor allem, wenn die Eltern der Satan sind. Und das Kind wird dann auch der Satan. Das hat er mit seinen Augen gemacht. Ja. Also der Vater ermöglicht es, dass der Satan in die Wiege gelegt wird. Und ich glaube, wird der Mann nicht gespielt von John Cassavetes? Oder heißt John Cassavetes. Da haben wir auch wieder einen guten Bogen geschlagen zum Anfang. Mhm. Ja, ich würde sagen, wir haben es geschafft. Auch diesmal unter einer Stunde geblieben. Nein, letztes Mal waren wir etwas über einer Stunde. Auch es gab einen Doppelpakt. Wir haben vor, in der nächsten Sendung eine Serie zu besprechen. Lasst euch überraschen. Ja, bis demnächst. Ja, tschüssi. Danke.